die Schulfächer in der magischen Welt gerankt und die Unterschiede der Fächer auf anderen Schulen erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir die Schulfächer in der magischen Welt ranken und die Unterschiede dieser Fächer auf den verschiedenen Schulen betrachten. Von Verteidigung gegen die dunklen Künste bis hin zu Zaubertränken oder dem Flugunterricht gibt es eine Vielzahl von Fächern und Kursen, die junge Zauberer und junge Hexen in Hogwarts und auch anderen magischen Schulen lernen. Einige davon sind interessanter als andere, wie ihr bestimmt schon wisst. Außerdem werden Fächer an verschiedenen Schulen verschieden beigebracht. Das schauen wir uns heute genauer an, also lasst uns direkt eintauchen. Beginnen wir direkt mit dem ersten Fach und das ist natürlich Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste ist eines der wichtigsten Fächer für junge Hexen und Zauberer. Es lehrt sie, sich gegen dunkle Magie und gefährliche Kreaturen zu verteidigen. Der Unterricht umfasst das Lernen von Zaubersprüchen, Schutzzaubern und Strategien im Umgang mit dunklen Kräften. Die Unterschiede in diesem Fach auf verschiedenen Schulen können darin bestehen, wie intensiv und wie praxisnah der Unterricht gestaltet wird. Beispielsweise können einige Schulen einen Fokus auf die Geschichte der dunklen Magie legen, während andere mehr Wert auf das praktische Üben der Verteidigung legen. Anders als in Zauberschulen wie Durmstrang lernen Schüler unter der Schulleitung von Albus Dumbledore in Hogwarts ausschließlich, sich gegen dunkle Künste zu verteidigen und nicht sie selbst anzuwenden, wie in anderen Schulen wie Durmstrang. Als nächstes Fach haben wir das Fach Zaubertränke. Das Unterrichtsfach Zaubertränke gehört zu den Pflichtfächern in Hogwarts, die Harry von der ersten Klasse an besucht. In diesem Fach wird Zauberei nicht wie sonst mit einem Zauberstab vollzogen. Stattdessen soll der Unterricht in die komplette Wissenschaft der Zaubertrankbraukunst einführen. Zaubertränke sind eine Kunst für sich und erfordern präzise Messungen und Mischungen von Zutaten. In diesem Fach lernen die Schüler, wie sie Zaubertränke herstellen, die Heilung, Verwandlung oder andere magische Wirkungen haben. Einige sehr bekannte Professoren in diesem Fach waren Professor Slughorn und Professor Snape. Die Unterschiede in diesem Fach können darin bestehen, welche speziellen Zaubertränke in den Lehrplänen der Schulen enthalten sind und wie anspruchsvoll die Rezepte gestaltet sind. Als drittes Fach haben wir Kräuterkunde. Kräuterkunde ist eines der Pflichtfächer, welches alle Schüler von Hogwarts ab der ersten Klasse belegen müssen. Es ist das Fach, in dem die Schüler über magische Pflanzen und ihre Eigenschaften lernen. Der Unterricht in diesem Fach findet meistens in den drei Gewächshäusern hinter dem Schloss statt. In diesem Fach wird den Schülern beigebracht, welche magischen Pflanzen es gibt, wie sie zu züchten und zu hegen sind und wozu sie im tagtäglichen Zaubererleben Verwendung finden können. Die Schüler kultivieren und pflegen verschiedene Pflanzen und erfahren, wie sie in Zaubertränken oder magischen Anwendungen verwendet werden können. Die Unterschiede in diesem Fach können darin bestehen, welche Arten von magischen Pflanzen in den Schulgärten angebaut werden und welche seltenen oder gefährlichen Pflanzen erforscht werden. Machen wir weiter mit der Nummer 4 und das ist das Fach Verwandlung. Verwandlung ist das Fach, in dem die Schüler lernen, Gegenstände oder Lebewesen mit ihrem Zauberstab und einem Zauberspruch so zu verzaubern, dass sie ihre Gestalt oder ihren Wesenszustand verändern. Beispielsweise kann man ein beliebiges Tier so in einen Gegenstand verwandeln. Es ist eines der Hauptfächer in Hogwarts, das von der ersten Klasse an unterrichtet wird. Die Verwandlung erfordert Konzentration und Können, und die Schüler üben ständig an verschiedenen Transfigurationen. Eine komplizierte, zu erlernende Form der Verwandlung ist die Selbstverwandlung in ein Tier, die ohne Zauberstab vollzogen wird. Diese Form der Magie wird Animagus-Zauber genannt. Die Unterschiede zu verschiedenen Schulen könnten darin bestehen, wie früh und intensiv die Schüler in diesem Fach mit fortgeschrittenen Transfigurationen vertraut gemacht werden. Als fünftes Fach haben wir das Wahrsagen. Wahrsagen ist ein Fach, das die Schüler in die Kunst der Vorhersage und Interpretation der Zukunft einführt. Wahrsagen ist die magische Kunst, zukünftige Ereignisse vorherzusehen oder zu deuten. Magische Menschen, die als wirkliche Seher arbeiten, treten eher selten auf. Sie werden mit der Fähigkeit geboren. Diese Begabung kann mehrere Generationen überspringen. Das Wahrsagen war schon in der Antike bekannt und wurde dort praktiziert. Eine bekannte Wahrsagerin in Hogwarts bzw. auch Seherin ist Professor Sybil Trelawney. Die Unterschiede in diesem Fach zu anderen Schulen können darin bestehen, wie stark die Lehrer an die Wirksamkeit von Wahrsagen glauben und wie viele verschiedene Methoden der Prophezeiung in den Unterricht einbezogen werden. Denn es ist etwas kontrovers, dieses Fach, und nicht jeder in der magischen Welt glaubt daran.
Als nächstes Fach haben wir die Geschichte der Zauberei. Das Fach Geschichte der Zauberei bietet den Schülern einen Einblick in die Vergangenheit der magischen Welt. Das Fach ist eines der Pflichtfächer, das ab der 1. Klasse in Hogwarts unterrichtet wird. Die Schüler lernen über berühmte Zauberer und Hexen, historische Ereignisse und wichtige Entdeckungen. Die Schüler lernen beispielsweise folgende Themen: die mittelalterliche Hexenverfolgung, die Aufstände der Kobolde gegen die Vorherrschaft der Zauberer und die Verfolgung, Vertreibung und Ausrottung der Riesen. Die Unterschiede in diesem Fach zu anderen Schulen können darin bestehen, wie viel Wert auf lokale oder internationale magische Geschichte gelegt wird und wie kontroverse und dunkle Aspekte der Geschichte behandelt werden. Als nächstes Fach haben wir alte Runen. Alte Runen ist ein Fach, das sich mit uralten magischen Schriftzeichen und Sprachen befasst. Es ist eines der Wahlfächer in Hogwarts, das nur Hermine im Detail kennt. Die Schüler lernen, die Schriftzeichen zu lesen und zu interpretieren, um vergessene Zauber und magische Artefakte zu verstehen. Die Unterschiede zu anderen Schulen könnten darin bestehen, welche spezifischen Runen in den Lehrplänen der Schulen behandelt werden und ob die Schüler die Möglichkeiten haben, an archäologischen Ausgrabungen oder Forschungsprojekten teilzunehmen. Eben eher praktisch oder theoretisch. Das sind die Unterschiede. Als achtes Fach haben wir Astronomie. In Astronomie lernen die Schüler die Geheimnisse des Nachthimmels und die Bewegungen der Sterne und Planeten zu verstehen. Sie lernen, wie man Sterne und Konstellationen identifiziert und wie die Himmelskörper die Magie beeinflussen können. Unterschiede in diesem Fach zu den Schulen können darin bestehen, welche modernen astronomischen Entdeckungen in den Lehrplänen berücksichtigt werden und wie viel Wert auf praktische Beobachtungen des Nachthimmels gelegt wird. Als nächstes Fach auf unserer Liste haben wir Muggelkunde. In Muggelkunde lernen Zauberer und Hexen alles über die Lebensweise und Technologien der Muggel. Sie erfahren, wie die Muggelwelt funktioniert und wie sie ihre Magie vor Muggeln verbergen können. Für die Zauberer ist es oberste Priorität, ihre Identität bzw. ihre Zauberkräfte vor der Muggelwelt zu verbergen. Die Unterschiede zu den anderen Schulen in diesem Fach können beispielsweise darin bestehen, wie umfassend die Schüler in die Muggelkultur eintauchen und wie sie lernen, die neuesten Muggelerfindungen zu verstehen und zu nutzen. Als nächstes Fach auf unserer Liste haben wir die Pflege magischer Geschöpfe. In Pflege magischer Geschöpfe lernen die Schüler eine ganze Menge über die faszinierende Vielfalt der magischen Kreaturen, die die Welt bewohnen. Sie erfahren, wie man diese Geschöpfe pflegt und mit ihnen interagiert. Ein berühmter Professor für die Pflege magischer Geschöpfe war natürlich Rubius Hagrid. Unterschiede in diesem Fach zu den anderen Schulen auf allen möglichen Schulen können darin bestehen, welche spezifischen magischen Geschöpfe in den Lehrplänen behandelt werden und wie viel Wert auf den Schutz gefährdeter Arten gelegt wird. So, nun Zeit für ein kleines Fazit. Die Vielfalt der Schulfächer in der magischen Welt ermöglicht es den Schülern, eine breite Palette von magischen Fähigkeiten und Wissen zu erlernen. Jedes Fach hat seine einzigartigen Herausforderungen und Chancen für die Schüler, ihre magischen Fähigkeiten zu entwickeln und zu entdecken, wo ihre Leidenschaft und Begabung liegt. Die Unterschiede in den Fächern auf verschiedenen Schulen verleihen der magischen Welt eine reiche und vielfältige Atmosphäre, die jeden Schüler auf seine ganz eigene magische Reise schickt. Und das ist auch gut so, denn so haben auch die Eltern die Möglichkeit zu gucken, wo sie ihre Kinder am liebsten hinschicken möchten. Falls du noch Fragen zu verschiedenen Schulfächern in den Zauberschulen hast oder zu einem anderen Harry Potter-Thema, lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.